Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. The Simpsons Hit and Run. Der Springfield Simulator. Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Simpsons Hit and Run. Es geht weiter, hurra, hurra. Keine Sorge, Ralph Wiggum hat dasselbe Problem. Rektor Skinner, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich muss Bart suchen. Lisa, ich entschuldige mich vom Grunde meines Vietnam-Veteranenherzens. Ich verspreche dir, dieser letzte Stopp ist der letzte. Wir wissen, dass du lügst, du Arsch. Wir wissen das. So. Komm jetzt, verdammt nochmal. Das wird wieder so knapp. Ach, verflucht. Tut Mann. Mir leid. Entschuldigung. Du kannst überhaupt nichts. Ja, Mutter. Sag ihm, er soll die Bahn freimachen. Ja, Mutter. Gleich mal so hinstellen, dass ich dann eventuell besser wegkomme. Ich weiß nicht, also das ist echt schwer. So, das können wir dann auch wegklicken, ne? Das wisst ihr ja auch schon. Das kennt ihr ja schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt habe ich mich verlaufen. Da. Hi, Dr. Nick. Ich bin... Okay. Und jetzt die ganze Scheiße nochmal wie vorhin. Und jetzt muss es aber klappen, ne? Ich bin im Geschwindigkeitsrausch. Ui! Das ist auch noch Mörderverkehr hier. Ist dir ein noch schlimmerer Fahrer als du. Ja, Mutter. So, dann da links rum. Und rechts rum. Und wieder links rum. Nein, rechts rum. Geh weg! Ich hab mir einen Zahn abgebrochen. Scheiße! Ach du meine Güte! Du hast soeben deine Fernsehprivilegien verloren, mein Lieber. Bitte, Mutter. Oh nein, ich habe mein Kaugummi verschluckt. Schnell in die Notaufnahme. Mann! Ach, Kacke! Ich muss gehen. Ein weiteres Tipp, erforsch das Level, bevor du diese Mission probierst. Mission wiederholen? Nö. Das geht also anscheinend nur mit Abkürzungen. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Was war das denn jetzt? Wo bin ich? Zitter, zitter, zitter. Okay, das mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt erstmal... Verzieh dich auf den Bürgersteig! Ich werde jetzt mal was anderes erstmal versuchen. Weil da oben ist ja noch eine Mission. Und ich muss hier wahrscheinlich irgendwelche Abkürzungen fahren, um das zu schaffen. Und da bin ich wirklich nicht gut, so in Abkürzungen suchen und so. Du hast jemanden erwischt! Oh nein! Okay, probieren wir erstmal die Mission. Vielleicht ist die ja ein bisschen leichter. Da geht's wieder auf die Suche nach Bart. Wo ist er denn da? Dreckmission, echt. Ach, es ist furchtbar. Ein sehr böser Mensch versorgt alle Krusty-Burger mit überfahrenen Tieren. Dadurch sind die billiger als meine Quickie-Würste. So. Freudenfeuer der Seekühe. Aha. Hilf Apo im Kampf gegen die Fleischfresser. Ramm Klitus Laster und sammle das Fleisch ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Falsch. Das Auto hätte ich gerne, um Rennen zu fahren. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. So, komm jetzt. Hinterher. Hat schon wieder viel zu viel Zeit gekostet. Was muss ich machen? Sammeln? Nein, nur sammeln. Bewegt deine plumpe Kiste! Muss ich ihn rammeln oder lässt er das automatisch fallen? Das ist die Frage, ne? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Komm, lass mal was fallen. Hm, von selber lässt er nichts fallen, oder wie? Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich habe jetzt was verpasst, ne? Klitus verursacht Schmerzen. Ich glaube, ich muss einfach nur hinter dem herfahren. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich ihn rammeln muss, damit er was verliert, ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt einfach mal so hinterher. Oh Mann! Friss mein Pickup, du Stadtbewohner! Okay, das hat er jetzt einfach so fallen lassen, ohne Rammeln. Wahrscheinlich schaffe ich die Mission jetzt schon gar nicht mehr, weil ich eins irgendwie übersehen habe. Eins habe ich verpasst. Der lässt aber echt selten was fallen, ne? Pass doch auf, wo du fährst! Jaha! Okay, also ich muss ihn rammen. Alles klar. Damit schaffe ich das jetzt natürlich nicht mehr. Aber egal.
Dann weiß ich jetzt wenigstens, was zu tun ist. Klitus verursacht Schmerzen. Vorsicht! Mein Körper ist weniger widerstandsfähig, als er aussieht. Lass das, du Penner! Friss mein Pickup, du Stadtbewohner! Okay, also, jetzt weiß ich's. Ich habe Schande. Mission wiederholen, ich muss ihn rammeln und dann kann ich das aufsammeln. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Gemeinsam schaffen wir das. Jiha! So, da stand sogar, ich soll ihn rammen. Das hätte ich nur mal lesen müssen, ich Blödmann. Naja, manchmal bin ich mal ein bisschen hektisch, das wisst ihr ja. Komm, lass was fallen. Jetzt lässt er mich nicht da durch, ne? Der Arsch. Jetzt rammt er mich direkt, der Pisser, der Blöde. So, hinterher. Was hast du dir nur dabei gedacht? Komm. Spuck's aus. Spuck's aus. Das geht nur von hinten, oder wie? Das Rammen. Von der Seite zählt nicht, oder was? Hallo. Mann, jetzt. Ja, spuck mal wieder was aus, du Penner! 4 von 15 habe ich erst. Ey, wie soll das denn klappen? Gegenstand fallen gelassen, ja. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Schön. Nur wo, ne? Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Man muss wirklich genau von hinten drauf. So geht nämlich nix. Das ist auch wieder eine schwierige Mission, ey. Das ist kein Kinder-GTA, das ist ein brutalo Super Pro-Skiller Spiel. Nix spuckt da aus hier wieder, das gibt's ja nicht. Haha, Aufräumarbeiten in Reihe 1. Das kann ein bisschen dauern, bis ich das geschafft habe, weil ihr seht schon, die Zeit läuft wieder ab. Da muss man mit Schwung hinten drauf, oder wie? So andüpsen ein bisschen. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Hab keine Angst, du wirst wiedergeboren werden. Hier ist wohl das Ende der so eine Scheiße, ey. Apu. Ich lass mich nicht unterkriegen von niemandem. Genau, nochmal. Mann. Also ich muss das wirklich mit Schwung machen. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Lisa Simpson zu Diensten. Okay, das war gut. Zwei Stück gleich. Und jetzt hinterher. Und dann immer schön mit Schwung hinten auf den Hintern drauf. Anders geht das nicht. Klitus verursacht Schmerzen. Bei Vishnu. Wo will der hin? Friss mein Pickup, du Stadtbewohner. Sehr gut. Wo ist er denn? Scheiße. Ich bin eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. Ach du meine Güte. Okay, da will er lang. Alles klar. Jaha! Komm, das zählt doch. Nee, hat nicht gezählt. Komm, spuck aus, du Arsch. Jetzt habe ich ihn mehrfach hinten getroffen. Aber anscheinend nicht mit viel Schwung. Hallo, du Arschloch. Heftig, ey. Wie unproduktiv. Klitus verursacht Schmerzen. Immer schön hinten drauf kommen. 9. Friss mein Pickup, du Stadtbewohner. So, so gut war ich noch nie. 30 Sekunden noch. Scheiße, ey, ist das knapp. »300 Pferde voller Stärke!« »Ja!« »Wo du fährst!« »Komm!« »Ah, eins noch!« »Kacke!« »Das ist nicht gut für meine Versicherung!« »Kacke!« »Wo ist er, der Pisser? Scheiße!« »Was hast du dir nur da...« »Ja!« »Das war unheimlich cool! Aber Bart ist immer noch verschollen und ich bin kein Stück weitergekommen, ihn zu finden.« Vielleicht jetzt muss ich Professor Frink im Observatorium konsultieren. Der scheint alles zu wissen. Ja, weiter rasen. In dieser vermaledeiten Stadt gelandet bin. Auch wieder unter Zeitdruck, natürlich.
ich hab mir den Schädel angehauen. Kinder an die Macht! Arschloch, ey. Mann, komm, fahr weiter. Fahr schneller, sonst wird das wieder nix. Schneller! Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Nee, du solltest einfach schneller fahren. Ich habe keinen Bock, dieses blöde Kackfleisch nochmal einzusammeln. Da ist es ja schon. Oh Gott sei Dank, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ah. Komm. Was willst du mit deiner verrückten Fahrweise beweisen? Da sind wir am Bestimmungsort. Da wären wir. Locker in Sicherheit. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Oh Gott sei Dank, ey. Puh. Jetzt muss ich dann doch nochmal hier rein. Hier waren wir schon mal, ne? Sprich mit Professor Frink! Gut, machen wir das. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Beaker aus der Muppet Show. Professor Frink! Professor Frink! Mein Bruder Bart ist verschwunden. Haben Sie ihn gesehen? Lass mich überlegen. Bart hat mir geholfen, ein Monster zu bauen, dann ist er in einem grellen Licht verschwunden. Oh, es ist verrückt. Ich muss mit jemandem reden, der gebildet und weise ist. Hurra! Sprich mit Grandpa. Das ist mein Oppi, ne? So. Der läuft da schon. Was für ein Zufall, dass ich dich hier treffe, hä? Grandpa, kannst du mir helfen, Bart zu finden? Er ist verschwunden. Vielleicht bin ich nur ein seniler alter Mann. Aber Barts lustige rote Mütze ist aus dem schwarzen Wagen gefallen. Wow, Grandpa. Danke für den Tipp. Damit hast du bewiesen, dass Senioren doch noch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Ich glaube, meine Milchzähne wachsen nach. Darum musste ich die Krankenschwester beißen. Ich werde ein größeres Fahrzeug brauchen, um diesen Wagen aus dem Verkehr zu ziehen. Zum Beispiel den Schulbus. Was für ein Glück. Ich habe den Schulbus schon, ne? Oder? Warum steht da jetzt, dass ich ihn nochmal kaufen soll? Da stimmt was nicht. Ich hab den schon gekauft. Telefonzelle, 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 da drüben ist eine. Hui! Ich hätte dem Sportunterricht mehr Aufmerksamkeit widmen sollen. So. Wo war der nochmal? Der hat ziemlich viel ausgehalten, ne? Da ist er ja schon. Hoffentlich macht ihr Kinder zu Hause mein Trampen hier nicht nach. Operation Höllenfisch. Zerstör die schwarzen Wagen und such eine Spur. Lass die Zeit nicht verstreichen. Ach, das kennen wir doch. Hallo, Springfield! Manches lernt man nur auf der Straße. Okay, das war die Mütze, die ich eingesammelt habe. Und jetzt muss ich hinter dem wieder herfahren und ihn kaputt machen. Dazu muss ich ihn aber erst wieder erwischen. Weil ich vorbeigefahren bin, blöd Mann. Komm her. Aua! Jetzt aber ran! Steh auf! Der hat gesessen, ne? Der hat mal so richtig gesessen gerade eben. Oh nein! Sehr schön! Zum Aztekentheater. Komm, geh mal da aus der Bahn, du Arsch. Ah, Mann, ey, fick doch die scheiß Waldfee hier. Achso, jetzt geht's gar nicht auf Zeit. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Hier rum. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt nicht mehr in dieser Episode. Das schaffe ich zeitlich gar nicht mehr. Wir sind nämlich am Ende, ja? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da und kommt auch das nächste Mal wieder, wenn es ja weitergeht mit dem lustigen The Simpsons Hit and Run. Ich sag an der Stelle gleich mal Dankeschön und Bye-Bye und stelle mich dann dorthin, wo es mit der Mission weitergeht. Als Cliffhanger. Seht ihr das? Da muss ich hin. Also, ich bin dann mal weg. Tschüss!